Am Wort ist Dagmar Bilakowicz, FPÖ. Draußen. Sie reden doch mit vielen, Sie wissen doch genau, Sie wissen es besser. Sie wissen, dass das, was Sie hier jetzt erzählt haben, so nicht stimmt. Sie wissen es ganz genau, im Gegensatz zu Herrn Bundeskanzler. Der Herr Bundeskanzler, dem nehme ich ab, dass er keine Ahnung hat davon, was draußen wirklich passiert, weil der ist nur in seinem Glasbunker. Aber Sie sind mit den Leuten unterwegs. Sie sind in der Wirtschaftskammer mit so vielen Unternehmen in Kontakt. Sie wissen es wirklich. Also hören Sie auf, sich hierher zu stellen, denn die Wirtschaftskammer ist in Wahrheit derzeit der Sargnagel für die Unternehmer. Es wird hier geprüft, es werden hier Formulare nachgefordert. Es passt das hundertste Mal nicht. Und die Zahlen sprechen doch auch für sich, wenn vom Härtefallfonds bisher 191 Millionen erst ausbezahlt worden sind. Diese Zahl, die können Sie jetzt nicht wegleugnen. Das zeigt doch einmal mehr, dass die Hilfe eben nicht fließt und dass sie nicht ankommt, Herr Kollege Haubner. Also hören Sie auf, den Leuten hier irgendetwas zu erzählen. Und ich sage Ihnen schon, der Bundeskanzler, und ich habe Ihnen sehr gut zugehört, das machen Sie in der Regel nicht so, Sie sind mit dem Handy immer beschäftigt, aber Sie haben sich hierher gestellt und haben in Richtung Kollegen Leichtfried gesagt, ja, Herr Kollege Leichtfried, Sie wären der Erste, der sich wieder aufregt, wenn fälschlich oder unberechtigt Geld ankommt bei Unternehmen. Wissen Sie, was Sie damit gesagt haben, Herr Bundeskanzler? Als Bundeskanzler und Parteivorsitzender einer angeblichen Wirtschaftspartei haben Sie die Unternehmer unter Generalverdacht gestellt. So, als würde jeder Unternehmer, der einen Antrag stellt, automatisch einen Betrug versuchen. Das haben Sie hier heute gesagt. Und das weise ich massiv zurück, Herr Bundeskanzler. In einer Zeit, in der diese Bundesregierung den Unternehmen die Luft zum Atmen genommen hat, in einer Zeit, wo man das Epidemiegesetz mit miesen Tricks ausgehebelt hat, in einer solchen Zeit sich hierher zu stellen, Unternehmer unter Generalverdacht zu stellen, das spottet jeder Kritik, Herr Bundeskanzler. Und Sie sollten endlich einmal von Ihrem hohen Ross heruntersteigen. Legen Sie einmal Ihr Handy weg. Das ist eine Unhöflichkeit, das ist eine Art und Weise, die Sie hier an den Tag legen. Eine Missachtung dieses Hohen Hauses und dieses Parlaments. Und es zeigt auch Ihre Körperhaltung, dass Sie am liebsten eh schon wieder draußen wären, weil Sie das alles nicht tangiert und nicht interessiert. Und genauso, Herr Bundeskanzler, genauso haben Sie es auch ausgelebt im Kleinwalsertal. Genauso sind Sie dorthin gefahren, haben sich bejubeln lassen, haben keinen Sicherheitsabstand eingehalten und nicht die Bevölkerung ist schuld. Sie persönlich gingen Schulter an Schulter mit dem ÖVP-Landeshauptmann Wallner. Sie persönlich waren das. Das war nicht irgendein Publikum, das sich halt gefreut hat, dass hoher Besuch aus Wien kommt. Nein, Herr Bundeskanzler, das waren Sie. Das hat begonnen, als Sie aus dem Auto ausgestiegen sind. Ohne Mund-Nasen-Schutz sind Sie da drinnen gesessen. Heute Vormittag waren Sie nicht da. Aber ich habe schon einmal die Frage gestellt. Wohnen Sie denn mit Ihrem Fashion-Chauffeur im gleichen Haushalt oder wohnen Sie nicht mit ihm im gleichen Haushalt? Denn wenn nicht, sind Sie verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Den haben Sie aber im Auto nicht drauf gehabt. Das ist auf den Videoaufnahmen der Vorarlberger Nachrichten ganz genau nachzusehen. Also Sie haben hier mehrere Gesetze, die Sie eigentlich, sage ich jetzt einmal, den Österreicherinnen jeden Tag verbunden mit der Angstmache servieren in ihren gefühlten 100.000 Pressekonferenzen. All diese Maßnahmen gelten offensichtlich für Sie und Ihresgleichen nicht. Und wenn ich sage Ihresgleichen, bin ich gleich bei Ihrem besten Freund Martin Ho. Der Herr Martin Ho kann ja in seinem Lokal feiern, offensichtlich ohne, dass er belangt wird. Da gibt es Feiern. Ich weiß schon, Sie waren nicht anwesend, vielleicht andere Regierungsmitglieder, die da weitere Auskünfte geben könnten. Und das passiert zum wiederholten Male. Und offensichtlich ist der Herr Ho gleicher als gleich. Denn das, was für das gemeine Volk gilt, das, was für den Wirten ums Eck gilt, das gilt für eine ganz spezielle Riege eben nicht. So, und jetzt komme ich noch zum Herrn Bundespräsidenten. Der Herr Bundespräsident, Herr Bundeskanzler, hat etwas geschafft, was Sie nicht können. Er hat gesagt, das war ein Fehler und ich entschuldige mich. Ich möchte von Ihnen hören, es war ein Fehler. Es waren die ganzen Maßnahmen ein Fehler, denn wir brauchen sie nicht. Ich selber halte mich nicht dran, ich halte mich nicht an den Abstand und ich halte mich auch nicht an den Mund-Nasen-Schutz. Und das haben Sie nicht nur im kleinen Walsertal nicht getragen, Herr Bundeskanzler. In vielen, vielen Ausschüssen haben ÖVP-Abgeordnete ganz selten Mund-Nasen-Schutz oben gehabt. Und damit die Bevölkerung davon endlich befreit wird. Es ist nämlich eine irrsinnige Belastung, dieses komische Ding permanent am Mund zu behalten. Man schwitzt drunter, viele haben Allergien bekommen, viele haben Ausschläge bekommen. Niemand
soll es verboten werden, aber es soll kein Zwang mehr ausgeübt werden. Und aus genau diesem Grund stelle ich den Antrag. Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege, Konsumentenschutz wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die allgemeine Covid-19-Maskenpflicht im öffentlichen Raum, konkret in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Handel, in der Gastronomie und in der Beherbergung, im Schul- und Unterrichtswesen, aber auch im Bereich des öffentlichen Kultur-, Sport- und Veranstaltungswesens umgehend abgeschafft wird. Und zweitens, die spezielle Covid-19-Maskenpflicht im gesamten Gesundheits- und Pflegebereich und im Zusammenhang mit besonderen Risikogruppen, pflegebedürftige Akutpatienten und so weiter, weiterhin bis zur vollständigen Eindämmung der Gefahren durch Covid-19 aufrechterhalten wird. Denn was hier passiert ist in Österreich, war, in Pflegeheimen gab es keine Masken, weil einfach nichts da war und nichts vorhanden war, weil sie einfach zu spät gehandelt haben, zu spät bestellt haben. Und das ist auch der Grund, warum es Pflegeheime gibt, wo es sehr, sehr viele Infizierte in der Zwischenzeit gibt, weil es das Pflegepersonal eingeschleppt hat. Die hatten die Wahl, die Patienten unversorgt zu lassen oder ohne Schutzbekleidung zu arbeiten. Diese Verantwortung haben Sie auch zu übernehmen. Und jetzt hören Sie endlich mit Ihrem blöden Handy aufzuspielen. Das ist eine Unhöflichkeit, das sage ich schon meinen Kindern immer den gesamten Tag. Das tut man nicht. Diese Handymanie ist ein krankhaftes Such, Herr Bundeskanzler. Überlegen Sie sich das mal. Die Sozialsprecherin der FPÖ war das, Dagmar Belakovic, mit einem Plädoyer und einem diesbezüglichen Antrag zur Abschaffung der Maskenpflicht in Teilen des öffentlichen Raums.